Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Dieses Wochenende hat der PTS, der private Testserver für Season 3 gestartet, wo ich dran teilnehmen kann. Deswegen vielen, vielen Dank an Ubisoft, die mich hier dran teilnehmen lassen und mir das Ganze zur Verfügung stellen. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwo Ubisoft-Partner und Hashtag Ads hinschreiben müssen. Vielleicht schreibe ich auch Ads oder Hashtag Werbung irgendwo oben hin, um safe zu sein. Das ist natürlich nicht bezahlt, aber dennoch, um einfach hier sicher zu gehen. Ich will einmal schauen, was ist alles neu in Season 3? Ich habe gerade eben schon mal ein bisschen rumgeguckt, ist nicht allzu viel. Ein paar Dinge, ein paar Fragen beantworten und ja, ein wenig in Season 3 schauen. Erstmal, alles, was ihr aus Season 2 kennt, wird in Season 3 auch ähnlich bis gleich sein. Es gibt wieder einen ganz normalen Kaperbrief mit drei Unterteilungen. Mit einem Boot ab Stufe 45, meine ich, ist es. Genau, ab 45 gibt es hier ein Boot. Ist wieder ein Zweimaster und hat so einen, weiß ich nicht, asiatischen Touch. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Und natürlich wieder neue Waffen, neue Möbel und. Da gucken wir gleich zusammen einmal rein. Insgesamt auf der Karte ist mir bisher noch gar nicht so viel aufgefallen. Es gibt natürlich wieder ein neues Seeungeheuer. Da werden wir auf jeden Fall gleich reinschauen. Vielleicht ist es ein Drache. Könnte ganz witzig werden. Es gibt natürlich wieder diese Regatta-Dinger. Das heißt, eine Möglichkeit, sofort hinzureisen und ein Rennen zu bestreiten. Habe ich zumindest eben gesehen. Jetzt gerade sehe ich es nicht. Der Fisch ist noch da. Und ja, blau ist immer so das, was wir schon kennen. Und rot ist alles, was Neues. Und ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal hier vorne zum William, weil der wird ja wahrscheinlich wieder Neuigkeiten für uns haben. Kaufen, verkaufen? Oh, das ist neu. Das war, glaube ich, in der letzten Season nicht so. Höllischer Schlund. Kaiserjade. Da müssen wir gleich nochmal schauen, wie man die bekommt. Hier kann man wieder nochmal die Brick. Ah, da kann man die Sachen aus der letzten Season holen. Ja, 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 okay. Weil es gibt aus der letzten Season, gibt es ein paar Sachen, die ich nicht geholt hatte. Die kann man hier mit Jade sich nochmal kaufen. Wie man auch Jade bekommt, das weiß ich aktuell nicht. Ah, hier gibt es brennender Zwist. Gibt zum Beispiel 75 Jade, Stufe 6. Sieht sehr einfach aus auf jeden Fall. So, was fällt uns hier ins Auge? Faule Ilse, kennen wir ja schon. Kann man hier kaufen. Weiße Jade ist neu. Diese wertvolle Kanone wurde entwickelt, um Flotten zu reparieren und wird von Admiralen und Kaufleuten gleichermaßen geschätzt. Okay. Eine Reparierkone, Kanone, Kalverine. Also so eine, die schnell schießt, aber auf kurze Distanz. Treffer am verbündeten Schiff reparieren außerdem das nächste verbündete Schiff um 75% des ursprünglich reparierten Betrags. Cool. Rumpfzustand eines verbündeten Schiffs wird deutlich verbessert. Das ist für Heiler natürlich eine super Waffe. Himmlischer Tanz, der ist doch neu, oder? Die Elektrizität springt anmutig von Feind zu Feind über. Beinahe schön wäre da nicht der Gestank im Anschluss. Okay. 1150 Panzerung. Statische Konvergenz. Entdeckung gehen lädt einen Blitzangriff auf, der auf bis zu 4 Ziele überspringt und bis zu 1600 Elektroschaden pro Ziel verursacht. Je länger Entdeckung gehen gedrückt gehalten wird, desto stärker ist der Angriff und desto weiter reicht der Blitz. Okay, wieder so ein Ding irgendwie für die Schnau, ne? Der ist auch neu. Es gibt ja die Doppelwindenballiste, die man sich kaufen kann. Hier gibt es jetzt den Fluch der 10 Sonnen. Jedes Mal, wenn die gespannte Sehne freigegeben wird, sollen die feurigen Herzen deiner Gegner durchbohrt werden. Gnadenloser Bohrer feuert einen Bohrbolzen in gerader Linie ab, der mehrere Ziele durchschlägt, kann aufgeladen werden, um den Schaden auf bis zu 0% und die Reichweite auf bis zu 0 zu erhöhen. Das macht keinen Sinn, das ist wahrscheinlich ein Platzhalter. Langer Zug, diese Waffe kann aufgeladen werden, um Schaden um bis zu 420% auf Reichweite um bis zu 900 Meter zu erhöhen. Waffenbauplan ist erhältlich nach Abschluss von Ein Hauch von Schicksal. Oh, das ist von Flut der Karibik. 1000-jähriger Monsun. Ein jahrhundertalter Sturm wird gegen deine Feinde entfesselt, wie eine uralte Bestie, die sich durch Wolken und Meere schlängelt. Verursacht mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 2500 schweren Schaden. Diese Wahrscheinlichkeit steigt auf 30%, wenn das Ziel unter dem Statuseffekt überflutet leidet. Alter, der ist übel crazy. 2500 Schaden? Schweren Schaden? Brüllende Scharlachroten. Ein kauernder Tiger wartet, seine Augen glühen in einem scharlachroten Licht. Wenn ein Ziel getroffen wird, erleidet es sofort den Statuseffekt verspottet. Wenn du einen Schwachpunkt triffst, werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% alle reparierenden Effekte auf dem Ziel für 75% Sekunden und 15 verringert.
Unabhängig von der Quelle. Schaden gegen Schwachpunkte durch Hilfswaffe wird um 10% erhöht, verringert nach der Zeit von Hilfswaffe um 7%. Okay. Notfallsegel. Trimmgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, während ein gegnerisches Schiff innerhalb von 400 Meter verfolgt wird. Ladegeschwindigkeit des Statuseffekts zerrissene Segel wird um 10% erhöht. Das ist cool, Notfallsegel. Das ist cool. Schiffe, einmal das neue Schiff natürlich angucken. Schlachtschunke. Ein widerstandsfähiges Schwergewicht, das Gegner ablenkt, viel einstecken kann und seinen Verbündeten Gelegenheiten zum Angriff oder Flucht verschafft. Beschützer. Okay. Provozieren. Waffentreffer innerhalb von 200 Meter fügen Verspottenladungen zu. Wird von diesem Schiff Verspotten zugefügt, erleidet das Feindschiff 50% mal erhöhten Schwachpunktschaden aus allen Quellen. Deckungsstärke wird um 150% und Deckungsstärkenwiederherstellung um 25% erhöht. Okay. Damit passt natürlich das neue Ding da natürlich ganz gut. 48.000 Rumpfzustand ist crazy. Relativ langsam wieder. 11 und 14. Klingt wie eine Schnau. Klingt von den Stats wie eine Schnau, muss ich sagen. Natürlich noch die Frage, wie sind die Verbesserungen, ne? Aber wieder nur mittelgroß. Wir kriegen wieder kein großes Schiff. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich kann es mir vorstellen. Ihr seid da bestimmt auch nicht so ein Fan von wie ich. Also es gibt hier Weiße Jade, Tor zur Hölle. Weiß ich gar nicht, ob der schon in Season 2 da war, ich glaube nicht. 10% des Schadens, den diese Waffe verursacht, stellen den Rumpfzustand wieder her. Das ist cool. Oh, wir kriegen das erste Mal eine Waffe, die sowas wie einen Vampir-Effekt hat, dass man Schaden zufügt und sich gleichzeitig heilt. Das finde ich übel interessant. Die finde ich cool, Tor zur Hölle. Und dann haben wir hier noch himmlisches Mandat. Sein Gebrüll kündet vom Tod einer himmlischen Bestie. Sein Herz ist ein Sturm göttlicher Wut. Wenn ein Ziel unter dem Statuseffekt elektrisiert leidet, erzeugen Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% einen verheerenden Blitzschlag, der 1500 Elektroschaden verursacht. Ey, das mit der Rüstung kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist ja cool. Kann der Region Rote Insel gefunden werden, Waffenbauplan, erworben werden von Meisterjäger des Seevolks in Lanitra. Oh. Himmlisches Mandat für 75 Zähne. Ach, nur einmal ist nur der Bauplan. Himmlisches Mandat, gekauft. Ist das neu, dass man die Dinger hier bauen kann? Das war doch nicht immer so, oder? Ich habe Season 2 nicht mehr gespielt, deswegen bin ich mir nicht 100% sicher, ob das schon Season 2 drin war, aber man kann diese vier Dinger hier jetzt bauen. Gummi ist klar, das kennen wir schon. Naphtha hier. Mit Kalk, Erde und trockener Formsand macht man Naphtha. Und Gummi ist auch neu, ne? Gummi muss man noch übel farmen, weiß ich noch in der letzten Season. Planetengetriebe ist auch neu, mit Zahnrad habe ich unendlich viele. Schneckenwelle ist auch neu, mit Schraubgewinde habe ich auch unendlich viele. Panzerglas kennen wir. Reiner Salpeter, bin ich mir nicht sicher, ob der schon da war. Aber okay. Krass, okay, man kann viel hier auf jeden Fall neu miteinander verbinden. Phönixkrallen, das ist auch noch neu. Speit wunderschönen Tod. Und fordert all jene heraus, die sich der legendären Piratenkönigin widersetzen wollen. 18 Treffer. Wenn eine einzelne Salve 18 Treffer landet, werden sofort 1888 Brandschaden verursacht. Dieser Effekt verursacht bei Zielen mit dem Statuseffekt im Brand 200% Schaden. Was? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Scheiße, wie mache ich die Kamera weg? So. Hier kommt jetzt ein Drache oder wie? Nee. Da? Was ist da? Aber eins müssen wir Ubisoft echt lassen, ne? Das haben die so... Oh mein Gott, sieht das cool aus. Da kann niemand haten. Wie geil sieht das wieder aus. Also auch wenn das natürlich in Anführungsstrichen langweilig ist, dass jede Season ein Boss und ein Monster reinkommt. Aber Digga, wie cool sieht das aus. Ich bin hier auf dem fucking Schiff, auf dem Wasser und kämpft einfach gegen einen Drachen. Das kann niemand haten. Das ist so cool. Alter, ist das cool gemacht. Ohne Spaß, das kann niemand haten. Das ist unhateable. Alter, ist das cool. Ich komme nicht drauf klar. Was hatten wir als erstes? Wir hatten als erstes dieses Kuaribo Zamaribo Ding, ne? Dieses Seeungeheuer, was auf dem Wasser war. Danach kam der Megalodon. Ich bin ganz ehrlich, beide waren relativ ähnlich und... Ey, ich sag's einfach, waren nicht so geil. Aber Digga, einfach einen Drache. Ich bin völlig overwhelmed. Übel nice.
übelst nice. Wirklich. Hat anscheinend niemand irgendwie was auf Entfernung. Niemand trifft den. Halt, der macht einen guten Schaden. Dafür, dass er ein Level 9 ist. Bin ich gleich down. Weltnerereignis abgeschlossen. Schattenbeast eliminiert. Da liegt er. Alter, das ist so cool. Wirklich. Also, man kann von dem Spiel wirklich halten, was man will. Aber der Boss hier, der ist wirklich sehr cool inszeniert. Der Boss ist wirklich cool inszeniert. Ja, ich wünsche, ich konnte euch mehr zeigen, aber das war's tatsächlich. Was ist das denn? Du kannst jetzt halt natürlich ganz normal die Season spielen, Regatta machen, die Gegner besiegen, Sachen sammeln, neue Waffen bauen, den Körperbrief hochleveln. Aber ich sehe nichts von einem komplett neuen Endgame. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ich irgendwas übersehe, dann mache ich da sehr gerne nochmal ein Video zu und schaue mir das an. Aber bis auf neuen Endboss, neues Monster, Drachenregatta und Waffen und Schiff und so, was sowieso neu dazukommt, sehe ich kein neues Endgame. Ich sage ganz ehrlich, das ist dünn. Natürlich kostet das nichts, also alle, die das Spiel haben, das kostet euch ja nichts. Ihr kriegt hier Free Content, neues Schiff, neue Waffen, neuen Drachen, den ich sehr cool finde, der wird doch das Thumbnail. Aber davon abgesehen sehe ich halt keinen neuen. Ich habe es jetzt 10-mal gesagt, ich brauche es nicht noch ein 11-mal sagen. Ja. Müsst ihr selber entscheiden, ob das für euch reicht. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, in Season 3 reingucken. Alleine die Blitzwaffen finde ich ganz cool. Ich will die neue, obwohl. Das Schiff kann man sich dann die Season drauf auch wieder kaufen einfach. Aber auf jeden Fall will ich den Drachen ein bisschen bekämpfen. Der sieht ganz cool aus. Da habe ich Bock drauf. Aber davon abgesehen, ja, müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr nichts zu Skull & Bones verpassen wollt, ich werde bestimmt auch nochmal, falls irgendwas Interessantes Neues reinkommt, reinschauen. Dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf die Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.